Was ist das, was ich in der Hand halte? Ich habe keine Ahnung. Warte mal gucken. Sieht aus wie eine Taschenlampe. Aber nee, das ist so eine Garten. Das ist, glaube ich, die Die Wasserspritze. Sprinkler. Ja, Ja. okay. Sag mal, habe ich nicht einen Kompost-Dingelskirchen gekauft? Doch, da. Nee, warte mal. Paprikasamen und so weiter. Habe ich nicht einen Kompost-Dingelskirchen gekauft? Scheint nicht so zu sein. Womit wir den Kompost aufheben können? Nö, der fehlt noch. Soll ich noch mal zum Laden fahren? Ja. Dann vernehme ich hier das kleine Auto. Denk dran, du fliegst damit durch den. Oh, da, warte, da möchte ich mit. Ich möchte sehen, wie du fährst. Warte, warte. Scheißegal. Ja, den müssen wir erstmal tanken. Warte, haben wir hier noch Sprit? Vielleicht haben wir noch welches. Hast du noch genug für die Tankstelle? Das werde ich dann sehen. Warte. Ich warte jetzt. Ich kann damit nicht fahren, weil ich muss erstmal. Sie hängt wieder fest. Ach, dieses Auto. Jetzt hängt das im Dach. Jetzt sitze ich da im Dach. Warte. Ich hab's gerade Oh. hochgehoben. Ja, jetzt sind wir da. Jetzt Sag können doch wir nicht, warte, los. warte. Und jetzt ist der Tank voll. Okay. Egal, wenn sich der Tank von alleine füllt, haben wir offensichtlich auch keine Energiekrise. Dann ist das ja. Hier füllt sich der Tank von alleine. Guck mal. Wir sind völlig unabhängig von irgendwelchen Lieferanten. Wir kriegen das einfach so. Das ist doch ganz wunderbar. Damit bin ich doch sehr zufrieden. Ah, Ah! genau deswegen. Das war Maggie, genau. Aber wie gut bin ich dem ersten Baum ausgewichen? Vor dem ersten Quengel, Jetzt weißt du, warum ich dieses Auto nie genommen habe. Jetzt weißt du auch, warum Manu da mal gegen gefahren ist. Aber auch aus. Ah, nee, oben, 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 oben. Und Quietsch. dann, aber ich bin der Meinung, ich hätte das gekauft. Haben wir das einfach hier stehen? Da steht's. Warte. Ich hab das Komposter-Ding. Ach so, ja. Ich dachte, das wäre eine Mülltonne, die da steht. Ich dachte, die gehört hierher. Seit dem letzten Update hat Tiptop ihre Stunts nicht schützen lassen. Nein, wir tun jetzt. Was heißt hier das arme Auto von Manu? Ja, das Auto kann ja nichts dafür, dass das mit dieser komischen Farbe angestrichen wurde. Also Das werden wir rausfinden, Friedhelm, wie das mit dem Sprinkler und so weiter ist. Deswegen. Also wir werden jetzt ein paar Foundations bauen. Willst du ein großes Gewächshaus oder eher ein kleines? ja, ich meine, man könnte ja ein kleines machen und Ja. wenn man noch eins, weißt du, was ich meine, dass man dann einfach noch dann Nochmal ein vielleicht ein größeres zweites baut. baut oder irgendwie so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ne? Weißt du, was mir jetzt hier fehlt, wie bei 7 Days? Die Nachricht, dass ich nass bin oder wie bei Subsistence. Du bist nass. Ja, das ist ja blöde. Wir merken ja nicht selber, ob das so ist, sondern wir müssen uns das sagen lassen. Ja, deswegen. So, ich bin nicht, warum ich darauf so erpicht war, ist, weil ich damit wohl, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn du jetzt damit Kacke aufhebst oder was, Ja, wenn du genau. das in der Hand hast, ja, kann natürlich sein. Möglich. Was steht denn da? Hineinlegen, eh. Ich kann ja mal ein paar Eier sammeln, ne? Guck mal, damit sammelst du nämlich, ja, das wäre nett. Damit sammelst du nämlich die ganze Kacke von den Tieren auf und hast dann irgendwann Kompost. Das heißt aber, wenn du die Kacke triffst, ne? Also bei den Hühnern ist es ein bisschen schwierig. Ja, hier liegen überall Eier auf dem Boden rum. Ja. Wir haben gut funktionierende Hühner.
Aber mit dem Ding vor der Nase sammelt sich die Kacke aber echt schwer auf, ne? Also. Muss ich jetzt mal so sagen. Aber jetzt ist kein runder Kreis. Sonst, wenn wir die Kacke aufheben mussten, war immer ein runder Kreis, bis der geschlossen war. Ist immer schon ein Tier wieder da gewesen, ne? So, ich gehe mal bei den anderen gucken. Bei Miss vergammeln Sachen im Inventar, wenn es regnet. Okay. So, ja, hast du so gedacht, ne? Wir nehmen das mal auf. Warte mal, warte. Da steht jetzt so und so viel. Ah, guck mal, 36, 0,36 Kacke von 20. Und das geht dann rüber. Okay, also wir werden davon wahrscheinlich, wenn wir öfter und viel Kacke sammeln. Haben Ziegen überhaupt Kacke? Ich bin Nee. Kacke-Sammler von Beruf. Haben die Ziegen überhaupt Kacke hier? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ziegenorganismus ganz ohne funktioniert. Aber ich sehe keine. Oder ich bin einfach nur Blindfisch. Aber das Schwein hat normalerweise Kacke, ne? Okay, warte mal. Wir gehen mal bei den Kühen gucken. Bei den Kühen gucken. Bei den Kühen gucken. Bei der Kühe. Bei den Kühen gucke. Zack. Dass man jetzt die Häufchen nicht mehr in die Hosentasche steckt, ja, das finde ich auch cool. Das ist nicht so schlimm, nö, das ist. Kacke sammeln ist auch ein Job, der gemacht werden muss. Ja. Natürlich. Also, der erste Eierkorb ist voll. Pass auf, jetzt, wo ich Kuhflatschen suche, finde ich keine, weil ich einfach die übersehe, ne? Wir haben jetzt so viele Kühe. Stiere werden ab sofort, hatten wir ja beim letzten Mal schon gesagt, verkauft, ne? Also ich sehe hier keinen einzigen Flug. Kuhfladen, willst du mich verarschen? Das ist jetzt nicht den hier ernst, ne? Ich wollte jetzt hier mal ein bisschen Kompost machen und so. Das sind halt professionelle Nicht-Kacke. Was heulen die aus den Augen oder was machen die damit, ey? So. Geht's noch? Vergiss es, Kuh. Also, Kühe haben immer noch Fluchtverhalten. Um das mal so nett auszudrücken. Was ist denn das für ein Nicht-Scheiß? Also, ich wollte ja welchen Scheiß haben. Jetzt, wo es darum geht, die Kacke einzusammeln, ist Ja, keine da ist da. keine mehr da. Also sonst Bist haben du sie uns das da echt? mit im großen Stil da Haben wir die in die Hose? vollgedonnert und Ja, jetzt haben wir die ist in die hier Hosentasche tote gesteckt, Hose. genau. Ja. Ey, ist das Das nicht ist wahr, oder? Also. diese Eier immer so pixelgenau, das ist wirklich eine Stange anstrengend, bis man hier Papiti! mal fertig ist. Ja, ich würde sagen, wir haben momentan nichts. Da ist die Kacke beim Dampfen. Schau mal auf dem Dach. Ich hoffe nicht, Friedhelm. Nee, wer war das, Mike? Ich lasse den Kackdingelskirchen mal hier. Bei den Hühnern. Weil die kacken ja augenscheinlich. Wenn man jetzt hier rauf guckt. Guck mal, jetzt haben wir hier schon 0,56 von 20. Es ist cool, ne? Es ist wirklich. So, also langsam komme ich hier mal mit der Eiersammelei so ein bisschen für das mal was hier. Die Küken sind Noch jetzt auch irgendwie. alle schon dort, das ist egal, ne? Gut, Ja, dann sieht haben gut wir jetzt aus. einen Eierkorb mit 40 Eier und Ja. dann haben wir noch einen mit 36. Also. Du müsstest mal gucken, ob wir noch sonst Käse zum Verkaufen haben. Ich würde mir jetzt mal ganz gerne Oh, die. da hatten wir gar nichts. Oder doch, irgendwann habe ich doch mal was angesetzt. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich muss noch mal gucken. Die Säge, ich glaube, wir nehmen die, ne? Wir haben noch ein bisschen Wildfleisch da. Und ja, hier sind so ein paar Käse, sind hier fertig. Ja, die Ja, haben wir könnte doch ich dann. letztes Mal gemacht gehabt, oder nicht? Ja, die könnte ich jetzt alle mal Die hier Säge in. war im Übrigen eben nicht voll und jetzt ist sie voll, ne? Nur mal so gesagt haben möchte.
Wie viele Körbe? Anderthalb Körbe, glaube ich, waren das jetzt, ne? Eier? Ja, fast zwei, ne? Also 40. Hatten wir nicht letztes Mal Kühnerverkauf gehabt? Ja. Ein Kack-Update, ja. So, also hier sind jetzt auf jeden Fall auch nochmal 8 Käse drin. Wie sieht es denn aus? Wo wollen wir denn eigentlich? Ja, jetzt hätte ich gerne Manu dabei gehabt, ne? Wollen wir das Gewächshaus hier jetzt zwischen Kuhstall und Werkstatt bauen, oder wie? Ich guck, warte mal, ich geh mal gucken. Was haben wir denn? Das wäre ja jetzt mal ganz spannend, ne? Wenn wir diese hier zwischen, da sind jetzt ein paar Bäume, die kann man ja wegnehmen. Müssen wir ja sowieso, ja. Und, ja, oder hier neben das Lager, rechts daneben sozusagen. Ja, sag ich doch, zwischen Kuhstall und Lager. Ja, das ja, ist, ja, genau, genau. Diese Bäume hier, diese quasi hier so wegnehmen und da dann ein Gewächshaus bauen. Was hältst du davon? Ja, das klingt nach einem guten Plan. Ja, ja, mit Ziegenmilch. Ach, ja, melken müsste auch mal. Also das schaffe ich aber nicht alles. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen... Naja, was soll's. So. Axt raus, zack. Baum fällt. Baum fällt. Baum fällt. Dichter im Haus wäre doch besser. Ich würde gerne hinterm Haus irgendwann dort hinten die Felder hinmachen wollen. Weil das wird ja auf sich darauf hinauslaufen. Ich hole mal die Säge. Die ist schon hier. Achso, ja. Also eine zumindest. Mussten wir die immer zweimal antippen? Ich. Nee, ich glaube, das ist neu. Das ist neu, ne? Wollte ich gerade sagen. So. Denn ich würde dann tatsächlich. Hallo, André. Also, ich kann die andere Säge nochmal holen, aber da ist nicht mehr viel Benzin drin. Und wir haben auch. Hier sind noch ein paar Planken eingelagert. Und vorne beim Hühnerstall. Ich sehe erstmal die anderen Bäume da. Vorne beim Hühnerstall, beim Ziegenstall habe ich jetzt auch schon Bretter liegen. Die habe ich schon gesägt. Ja. Wir müssen ja, gucken, dass wir das hier quasi aus dem Weg räumen, damit ich hier in Ruhe bauen, also zumindest die Fundamente und so weiter legen kann. Also, ich muss erstmal gucken, wie viel Saatgutsorten hatten wir jetzt? Das waren ja schon so ein paar, ne? Weil ich würde ungern, oder wollen wir ein Riesengewächshaus haben? Ja, das ist wirklich jetzt die Frage. Riesengewächshaus, ne? Das ist auch immer Riesenarbeit, ne? Naja, wir haben Sprinkler, also wir werden es nicht... Weißt du, was ich meine? Dadurch, ja, dass da Sprinkler ist, werden wir die nicht alle einzeln gießen müssen. Ich bin ein Genie. So, hier sind auch noch ein paar Planken in der Werkstatt eingelagert. Ja, am besten ist hier alle irgendwo bei der Werkstatt auf dem Haufen. Möglichst hier nicht auf die Fläche, wo ich gerade säge. Das war jetzt unklug. Weil ich ja hier die Fundamente gerne hinstellen würde, ne? Pack das jetzt einfach mal in die Werkstatt rein. Ist mir egal. Also in das Lager da. Genau. Lager, Werkstatt, genau, wie auch immer wir das nennen wollen. Gut. Jeden Fall da, wo wir unseren Krempel haben. So. Melone, Ananas und noch irgendwas. Wenn du dann gleich mal kurz Zeit hast, kannst du mal in die Box gucken, wie viele Sorten wir tatsächlich hatten. Ja. Weil dann wissen wir es ganz genau. Das können wir mal machen. Gucken. Habt ihr da in der Nähe Wasser? Ich denke mal, wir werden, also ich weiß es natürlich nicht.
Aber meine Vorstellung ist, dass wir so einen Wassertank, wie wir den hinter den Ställen haben, dass wir das auch hinter das Gewächshaus machen müssen. Aber ich weiß es halt nicht. Okay, also wir haben hier reichlich. Wir haben hier Paprika, Tomate, Ananas, Kürbis, Erdbeeren, Fünf, Wassermelonen, sechs, ach Gott, Weintrauben und sieben, Kohl. acht. Acht, genau. Acht Acht, Sorten. acht Sachen sind da drin in der Truhe. Ja, genau. Hätte ich auch so sagen können. Ja, aber wissen, genau wissen ist ja mal cool, oder nicht? Oh, das packe ich auch mal hier ins Lager mit rein. Dass wir das schon mal so beisammen Ja, haben. willkommen zurück, liebe Manu. Willkommen zurück, Frau Doktor. So, Frau Doktor, wir haben jetzt hier anberaumt, dass wir hier auf dieser Fläche das Gewächshaus bauen wollen. Kleine Frage, groß oder klein? Also mit Massen oder eher so was Kleines, Hübsches, Schnuckliges. Ja, den Verkehr gibt es, André. Den haben wir tatsächlich schon gesehen. Groß natürlich. Natürlich groß. Weiß Bescheid. Was für eine Frage, Alter. Hallo, wir wissen doch, über wen wir hier reden. Ja, war klar. Also ich hätte es klein und schnucklig gemacht. Weil Manu meine Frau Doktor ist. Meine persönliche Frau Doktor. Meine Frau Doktor Herz. Ach, wir sollten das vielleicht mal ausmachen da, ne? Sprit sparen. Der Mann ist schon wieder mit dem Auto unterwegs. Ja, ich wollte auch den Krempel noch holen, den wir vorhin ausgeladen Ach haben. so, ja. Ja, Manu ist da im Chat. Ja. So schnell kommt die nicht abhanden, hoffe ich zumindest. Okay, die behalten wir noch ein bisschen. Die behalten wir noch ein bisschen, das stimmt. So. Dann muss ich aber noch mehr Bäume wegschlagen, oder? Wenn das nach hinten rausgeht, dann wollen wir mal gucken. Also wir haben acht Sorten Gemüse. Richtig? Ja. Und Obst, was auch immer. Ja, whatever. Was in das Dings passt. Ja. Wir müssen mit Foundations arbeiten. Mit Foundations. Na gut, dann wollen wir mal, ne? Was? Die Foundation für Recht und Freiheit oder wie war das noch? Verfassung, aber egal. Ja, und dann eben das. Egal. Kann man die hoch und runter machen? Aufwärts, abwärts mit E. Kuh. Also zu niedrig nicht, dann lieber eine Treppe ran, oder? So, ich lade hier nochmal das Auto aus mit dem Die ganzen. sollen die Socken kommen und die helfen, nicht rumlabern. Nee. Nee. Also nicht, dass ich sie nicht gerne hier hätte, sondern in diesem Fall jetzt gerade sogar sehr gerne. Aber nein. Nein. So, da. 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 Eine vierte. Vierte wäre, glaube ich, zu groß, oder?
Die Frage ist nämlich, wartet mal, ich mach's mal einmal ran. Die Frage ist nämlich mit den Dächern. Die müssen da dann auch rauf, ja, Naja, das ist logisch. das. Wird an Wänden und auf Boden platziert. Also kann nicht. Kann man Dach an Dach machen? Wie groß die Beete sind, warte. Warte. So, ich habe jetzt mal die Autos erstmal leer Es geräumt, dass gibt das. die kleine Beete und große Beete. Und rote Beete. Und rote Beete. Das ist das Große. Wenn du das jetzt mal so siehst, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Das ist das große Beet. Ups. Und das kleine wäre dann halt nur die Hälfte davon. Ich würde ja sagen, dass wir auf große Beete gehen, oder? Ja. Die Frage ist, wo ich jetzt mit den Dächern habe ich ein bisschen das Problem, weil wir haben oben ein Gewächshaus, das ist das obere Dach, was jetzt oben drauf kommt. Warte, wir machen das mal anders. Wir haben hier die Wände. Das ist eine Gewächshauswand. Die kommt hier ran. Da ist der Glas. Ne, so. Was ich mich jetzt frage ist, wenn wir jetzt. Nee, ach oh Gott, nee. Geh doch nicht, mach doch nicht. Wenn wir jetzt diese hier nehmen. Ach, wäre nett, wenn wir das so machen würden. So ran. Das wird. Oh, das geht. Aber dritter wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Ich komm mal gucken, was hier los Und noch höher wird nicht gehen, das habe ich mir gedacht. Da müsste dann jetzt quasi. Oh, hau, das ist ja schon ganz schön Nein, protzig, das wa? ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht fertig, Ja, Ehemann. Das ist noch nicht fertig. gucken wir Da mal. würde ja jetzt dann dieses hier rankommen und das nimmt es schon nicht mehr. Die Frage ist. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, das wird nicht genommen mehr. Also nur Dreierbreite. Das wird nur eine Dreierbreite. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, habt ihr 8 Sorten mit 10 Samen, also 80 Pflanzen fassen. Ja. Ja, das sehen wir ja dann, wie viel da Ja, tatsächlich reinpasst. Manu, ja, natürlich. Wenn ich jetzt hier hinten Wände hinstelle, wird er das vielleicht nehmen. Aber was ist dann mit diesen mittleren? Wenn ich jetzt nach hier vorne gehe, ich ja weiter vor. Mir fehlen hier wirklich in diesem Scheißspiel die Pillars, ehrlich. Weil wenn ich jetzt hier die nächste Reihe nehme, wird er das doch nicht mehr machen, oder? Es ist schon wieder dunkel. Sag mal, gibt's das? Oh, ja, 19 Uhr, ne? Ja, dunkel wie ein Hundearsch, ey. Dunkel wie im Hundearsch. Also sie hat ja gesagt, sie möchte ein großes Gewächshaus haben. Das heißt ja für mich hier, na, das ist groß. Ups. Der hier muss weg. Also mindestens 5 nach vorne. Das ist für mich groß. Also für sie wahrscheinlich auch, aber das ist für mich groß. Vielleicht kommen wir mit dem ganzen Gewächshaus noch ein bisschen nach vorne. 5 nach vorne? Fünf. Hier. Ja. So. Ne? Vielleicht kommen wir mit dem Ganzen noch ein Stück weit nach vorne. Aber dann beißt sich das hier in den Kuhstall rein. Und das würde ich eigentlich. Das sieht ja dann auch nicht aus. Obwohl, einmal können wir noch nach vorne. Aber 6 nach vorne wird zu groß.
Hallo, hallo Andrea. Darfst du auch nicht vergessen, wir brauchen auch Material dafür, ne? Das darfst du nicht vergessen. Wenn du unteres baust, dann bist du doch höher, dann geht bestimmt die dritte. Jetzt ist es größer als ein Wohnhaus. Ja, ja, natürlich. 5 ist gut. Die Frage ist jetzt noch einmal, ja, deswegen, ist egal. Ich gehe jetzt einmal ins Zelt ganz schnell, weil mir das hier zu dunkel wird. Das ist mir zu anstrengend. Ich will ja nicht mit Leuchten rumlaufen. Nee, das macht keinen Spaß, das stimmt. Du könntest dich, wenn du da Lust hast, zwischendurch mal um die Kühe kümmern. Die müssten eventuell mal gemolken werden. Ja, das kann ich mal machen, das stimmt. So. Also ich würde sagen, das ganze Prozedere ein nach vorne. Ein nach vorne auf jeden Fall. Oh, Licht aus. So. Warum ist denn hier das Wetter so schlecht? Sind wir hier? Weiß ich nicht. Oh, Gewitter. Aber viel weiter nach vor, oder? Nein. Sie wollte ein großes, sie bekommt ein großes. Wir müssen übertreiben, Leute, wir müssen. Natürlich. Das geht gar nicht anders. Aber es ist tatsächlich zu groß. Also vielleicht würde Dreierreihe, Dreierbrau reichen, aber...